Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD mit mir, dem Ameisenkönig. In dieser Folge werden wir hier den Terra-Tempel noch ein bisschen aufräumen. Wir sind hier mit Midoli, unserer alten Bekanntin von den Orni, die sich als eine der alten Weisen herausgestellt hat, die dem Masterschwert seine Macht zurückgeben kann. Und ja, hier im Terra-Tempel spielt das Licht und die Dunkelheit eine zentrale Rolle. Und oh, mir ist da vorhin so eine Idee gekommen. Wenn wir dein Schild und mein Instrument gleichzeitig benutzen, können wir so das Licht an zwei verschiedene Stellen reflektieren. Vielleicht bringt uns das ja etwas. Ja klar, auf jeden Fall. Das hatte ich eh vor. Deswegen übernehmen wir sie erstmal. Haha. Übernehmen. Oh, sie ist besessen von uns. Ja, das ist Melodie so oder so, aber was ich jetzt meine. Wir haben jetzt hier in dem Eingangsraum vom Tempel. Wir haben hier diese große Statue, die aussieht wie so ein Zombie. Oh. Und ja, das hat zwei Augen. Was können wir denn damit machen? Na, komm schon. Jawohl! Oh, es ist in Wirklichkeit eine Sonne. Tja, und wohin führt das... wohin führt die Sonne natürlich weiter nach unten? Ah! Seht ihr das mal? Ha! Ganz viele Krüge. Oh, jawohl. Gib ihm. Ich spiele im Heldenmodus, deswegen werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wieso hat der Typ nur 2,5 Herzen? Tja. Das liegt daran, dass es hier einfach keine Herzen zu holen gibt. Bei so kleinen Totenschädeln oder bei Gras oder aus Krügen. Man kann sich nur mit Tränken heilen und ja. Wir werden uns erstmal hier drauf konzentrieren, weiterzukommen. Oh Gott. Nee. Jetzt gibt es auch noch diese Totenköpfe mit diesem Fluch. Fluchwolken um drumherum. Ich glaube, ich trinke mir erstmal einen. Oh ja. Oh ja, yeah, geil. Mal schauen, vielleicht kriege ich die auch so runter, geschossen. Mit dem normalen Pfeil. Könnte das klappen? Na, komm schon. Ach du Scheiße, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Oh Gott. Okay, dann heißt es... Lauf, wie verrückt! Lauf, 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 lauf. Nein, lass mich! Wenn die mich mit ihrem Fluchwolken anberühren, dann kann ich mein Schwert nämlich nicht benutzen. Und das ist unpraktisch, sag ich jetzt erst einmal. So, wir könnten uns eigentlich... Oh, wir können entweder weiter runter oder ein Erdgeschoss wieder hoch. Hä? Moment mal. Check ich nicht. So. Ah. Irgendwie ist die Karte Quatsch. Oder geht der Raum wirklich nur bis da hinten hin? Moment mal, das wollen wir austesten. Midoli, bleib du mal hier. Ich werde mich dort hinten erstmal umschauen, bevor wir jetzt hier die Tür aufmachen. Wir haben nämlich hier wieder eines der Noten, nicht Notenblätter, sondern Notenplatten, die die Hymne des Terragottes zeigen. Ich verpiss mich. Ciao. Oh. Das war knapp. Oh, war ja klar. Mehr gibt's hier nicht? Oh, das ist ja lustig. Ich dachte, hier gibt's irgendwas Geiles. Naja, okay. Was wollte ich sagen? Ja. Das können wir nämlich zerbersten lassen, indem wir ganz einfach unseren Song spielen. Wir können natürlich auch hier runterfallen und uns komplett dem Fluch hingeben, aber das lassen wir mal lieber und spielen jetzt einfach mal das die Hymne des Terragottes. Oh, echt eine schöne Melodie. Oh, ist ein Trick hinter mir. Moment. Nein, lauf, 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 lauf. Oh Gott. Erschreckt. Ja, ja, hier geht's weiter, gut. Ich dachte, diese krumme Ecke, wo wir in dem Raum, wo wir gerade sind, diese krumme Ecke, die führt noch irgendwo hin. Dachte ich eben, aber naja, gut. So. Und weiter geht es mit dem Licht, Spielchen. Mit dem Lichtschwertspielchen, nein. Nur mit dem Lichtspielchen. Und wieder lauern hier die Zombies, oh Gott.
Ihr Schrei kann Leute aus dem tiefsten Tod wieder reißen und stirbt. Oh Gott, er wollte gerade schreien. Du Hund, du. Dich lasse ich nicht schreien und dich auch nicht. Jawohl. Oh. Gänsehaut kriege ich da wieder. Gänsehaut, Leute. So, was haben wir hier so schön drin? Geld. Oh, wir haben schon bald 4000 Rubine. Gott, sind wir reich. Oh, ich bin echt ein feiner Pinkel, glaube ich. Oder Link auf jeden Fall. Nicht ich. Okay, vielleicht ich auch. Nein. Link ist ein feiner Pinkel. So, wir werden erst einmal die Statuen hier dezimieren, die es hier auszulösen gibt. Durch das Licht. Komischerweise liegt der Tempel unter Wasser und überall bekommt man Licht her. Ich weiß nicht ganz genau, ob der Tempel irgendwie mit Wasser, mit Glas ausgefüllt ist oder so, dass es hier keine Probleme damit gibt, aber nun ja. Oh, da vorne sehen wir einen Spiegel. So, den können wir auch benutzen. Kaboom. Denn hier gibt es noch viele Verzweigungen. Na, komm schon. Jawohl. Oh. Wir können uns ja mal anschauen, wo wir hinwollen. Ich würde sagen... Aha. Der Weg geradeaus ist derselbe, wie wenn wir jetzt hier außenrum gehen. Seht ihr das? Wenn wir jetzt hier den östlichen Gang nehmen und den südlichen, das ist derselbe, der führt zum selben Raum. Oh, wusste ich gar nicht. Egal, wir werden erstmal jedes... Die Kiste hinschieben. Wir können ja so oder so jetzt nicht durch den südlichen Ausgang raus, weil da ist ja ein Schloss vor. Deswegen gehen wir erstmal, nein, da, wo es Schätze gibt. Oh ja. Midori, du kommst mal gerne mit. Aber, oh ja, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Raum mit den... oh Gott, nein. Oh, jetzt muss ich mich durch diesen... Oh, hier durchzwängen. Das Problem an diesem Flur ist... Ey, das kann ich ja... Okay, nicht wirklich effizient. Das Problem an dem Teil ist, dass ich hier meinen... Schwert nicht benutzen kann, wenn ich durch diese Wolken gehe. Und ja, das ist ziemlich nervig, würde ich mal sagen. Würde ich mal saugen. Deswegen werden wir jetzt einfach hier herfliehen. Das Problem ist, diese Löcher, wenn ich da reingerate... Ah, nein! Oh Gott, er wirft mit Totenschädeln auf mich. Dann ziehen die mich einfach so in den Abgrund. Und... Nun ja, ich bin verloren. Nein, die ziehen mich dann zum... gut, ein kleiner Schlüssel. Dorthin zurück. Zum Anfang des Raumes. So, jetzt können die mir nichts anhaben. Außer wenn ich direkt reinlaufe. So, gibt's hier noch was? Hier gibt's noch irgendwas. Noch eine Schatztruhe. Aber ich glaube, die kriegen wir nur, wenn wir hier... Na komm. Alle Viecher hier besiegen. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil... Ich aufpassen muss, wenn ich nicht reinlaufen kann. Ah! Reinlaufe. Wenn ich jetzt einfach so in so ein Loch reinlaufe, dann wäre ich direkt weg. Ist uns in der letzten Folge, glaube ich, passiert. Oder in der vorletzten? Nee, in der letzten. Komm, stirb, du Dreckstück. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Okay, noch grausiger sind die Hände aus Ocarina of Time, die im Waldtempel auftauchen. Na, komm schon. Das sind diese Grabschände, die nur einen Schatten bilden. Und wenn man lange genug wartet, oder nicht, ja, wenn man nicht sich davon macht, dann schnappen die einen und fallen von der Decke herab. Erst ist nur so ein Schatten, der sich unter einem bildet, und dann kommt plötzlich die Hand runter und will einen verschleppen. Oh Gott, echt grausig. Oh nein. Gib ihm! Jawohl! Da ist der Schatz ja da. Zack. Ich schätze mal, das ist eine Schatzkarte. Oh ja. Uns entgeht keine Truhe. Oh, kein Schatz ist vor uns sicher. Hui. Oh ja, mit Tee im Mund spricht es sich gut. Eine Schatzkarte. Wunderbar. Wie ich es gesagt habe. Ja, die meisten Schätze, die man außer dem Endboss-Schlüssel, kleinen Schlüsseln, Kompass und Karte findet, sind meistens Schatzkarten hier bei The Wind Waker. Bei anderen Zelda-Spielen ist es natürlich wiederum anders, aber nun ja. Hey, wir könnten jetzt da lang gehen oder hier lang. Okay, wir gucken uns erstmal hier um.
Vielleicht kommen wir hier gar nicht her. Oh Gott, nee, da wollen wir, will ich jetzt gar nicht her. Obwohl, Moment mal. Da könnte es irgendwas geben. Alter, verpiss dich. Stirb doch! Jawohl. So, ich kann mal probieren, das ein bisschen wegzubekommen hier mit dem... Aha. Dem Dekoblatt. Jawohl! Okay, jetzt kann ich mein Schwert nicht mehr benutzen. Oh Gott. Ja, das ist diese Wolken, die... Ja, habe ich ja schon erwähnt. Stimmt. So. Was können wir denn hier machen? Wir können das hier hin tun. Ich will das mal ganz geschmeidig hier hinschieben tun. Um mal zu gucken, was dann passiert. Gar nichts, okay. Interessant. Nee, ich wusste gar nicht mehr, dass es so ein Spiegel hier noch gibt. Der wird uns wahrscheinlich in dem Raum noch helfen. Oh, ich höre irgendwas. Oh Gott, ich habe wieder irgendwelche Schädel. Flammende Schädel. Oh Gott. Naja, wenigstens können wir die plätten. Im Gegensatz zu diesen... zu diesen komischen anderen. Schnell weg hier. Boah. Zum Glück ist hier keine Hand mehr. So. Midoli, keine Angst. Ich bin... okay. Alles gut. So. Wieso muss ich denn... Was ist das denn für eine Kacke? Wieso muss ich denn die Kiste hier wieder hinschieben? Verarsche. So. Habe ich doch eben schon gemacht, oder nicht? Doch, habe ich eben gemacht, ne? So. Und alle hopp. Zap, komm mit. Ich entführe Mädels. Gefiederte Frauen. So. Was können wir hier machen? Ah, da ist es. Schädelvieh. Alter. Nein, lass mich! Warte, ich kann die auch hier reinlaufen lassen, glaube ich. Hallo, hier bin ich. Oh, sind drei übrigens. Na komm, hier bin ich. Hier. Jawohl, jetzt. Ha. Hallo. Die wollen nicht, oder? Ja, los! Jawohl! Oh, wie luschig. So, wir können ja mal probieren, da die Statuen wegzumachen. Ich weiß ja nicht, wieso werden die so porös? Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Ist halt so das Spielprinzip. Ah, ich kann nicht... Ich kann nicht um die Ecke blenden. Oder kann ich vielleicht so? Moment. Nee. Ja, das Licht kommt von da, deswegen kann ich das nicht so ganz spiegeln. Wie machen wir das denn jetzt? Oh, wir brauchen Midoli. Midoli! Ich muss dich wieder... ich muss dich wieder beseelen. Nein. Ich muss sie wieder besessen machen. Ja, sie kann es auch nicht. Okay. So, dann machen wir es ganz einfach so. Zurück. Sie hält das Teil ja so ganz schön. Und... Jawollo. Perfetto. Ja, ich weiß nicht, wie heißt das? Sie ist besessen. Okay, oder was heißt denn das? Was würde man sagen, wenn ich das auf mich beziehen möchte? Ich beseele sie? Nee, ich besitze sie dann? Keine Ahnung. Oh nein, noch mehr. Ah! Fledermäuse. Nee, die Fledermäuse sind mir kackegal, aber die Särge nicht. Hallo. Stipp. Und... Jawohl! Boah, bin ich geil. Die Fledermäuse wollen mich hier veräppeln. Okay, wir gönnen uns erstmal die Särge... Oh Gott. Die Särge... So. Hopsala. Oh, da ist einer. Nein, 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 nein! Er hat mich! Ah! Gott, ist das kacke. Boah. Ich wollte eigentlich angreifen, aber irgendwie hat er das nicht hinbekommen. Weiß nicht, wieso. Wieso? Vielleicht, weil die Leiche noch im Sarg drinne stand. Oh Gott, da ist wieder einer. Er will nicht! Wieso eigentlich nicht? Das gibt's nicht! Okay,
ich muss warten, bis die rausgekrochen kommen, anscheinend aus dem Sarg. Oh Gott. Roter Rubin, wunderbar. Noch eine Fledermaus. Oh. Das gibt's nicht. Aha. Aha, aha. So, wir probieren es nochmal mit dem Feuerfallen. Wenn uns hier so ein... Ah. Nein, so einer ist es. Das gibt's doch nicht. Aufs Maul. Aufs Maul, so. Jawohl. Oh, mit dem Hammer. Da können wir richtig was reißen. Der Typ hat anscheinend echt nichts drauf. Also wenn man jetzt den Hammer benutzt. Und keine Zombies mehr. Das freut mich. Alles klar, Minoli. Ich habe da wieder eine steinende Notenplatte gesehen. Eine Notenplatte. Okay. Oh, 15 Minuten haben wir schon. Okay, cool. So. Dann, wie geht's nochmal? Warte mal. Nee, ich guck mich nach. Warte mal. Ach ja, unten war das, ne? Ja. Nee, 6er Takt. Yeah. Okay, dann gucken wir erstmal, ob wir auch alle Schätze eingesammelt haben. Hey, wir sind ja schon fast beim Endgegner. Da unten gibt es noch einen größeren Raum. Ja, ich glaube, 4 Folgen waren untertrieben. Wir brauchen anscheinend doch 5 Folgen. Das hier dürfte ja schon die... Ist das nicht die 4. Folge? Moment mal. Oh ne, jetzt bin ich total durcheinander gekommen. Ich dachte, ich hätte gerade noch gewusst, wie viele Folgen wir schon haben. Moment, kann ich das vielleicht... Na, komm schon. Geh kaputt. Das gibt's ja nicht. Komm, ich will keine Bombe verschwenden. Na gut. Haben wir jetzt... Also, die erste Folge... Moment, das haben wir doch... Bis wohin haben wir es geschafft bei der ersten Folge? Ne, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Scheiße, was habe ich für ein scheiß Kurzgedächtnis? Oh, nein! Oh, jawohl. Ich bin doch echt geil. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Ah, lass mich. Meine Fresse, was ist das denn für eine Kacke? Hoch mit dir, du Hund. Hoch. Oh, so eine behinderte Bombe. Meine Fresse. Okay. Eigentlich müssten es 3 Folgen gewesen sein. Das hier müsste doch die 4. Folge sein. Oh Gott, nee, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Tut mir leid, Leute, ich habe komplett den Überblick verloren. An diesem schönen Abend, wo ich alles hier gerade, den Terra-Tempel am Stück aufnehme, habe ich komplett verschwitzt, welche Folge wir jetzt hier haben. Ah, da geht's runter. Oh, wir müssen eh, glaube ich, runter. Aber nicht ohne Melodie, glaube ich. Scheiße. Ah. Jetzt kann ich hier den ganzen Weg nach oben krexeln, um Melodie zu holen. Glaube ich spinne, ey. So eine Kacke. Wenigstens haben sie hier schön Pflanzen gepflanzt. Damit ich wieder hochklettern kann. Ohne die wäre ich wahrscheinlich unten geblieben. Oh Gott. Nein, oh. Ah, runter. So. Böser Junge. So. Bist du zufrieden? Hat es dir Spaß gemacht? Ja, gut. Lächeln ist vorbei. Der Spaß ist vorbei. Oh, da vorne ist der Boss. Aber wir brauchen natürlich noch den Schlüssel, deswegen sind wir hier. Und ich glaube, wir gehen mal hier hin, so. Super. Ups, ja, das war mein Fehler. Okidoki. Jawohl. Bloß nicht wieder runterstürzen. So. Der letzte große Rätselraum hier im Tempel. Ich glaube, hier gibt es aber keine Zombies, oder? Gibt's? Ich glaube, der ist hier nur zum Rätseln. Ja, der Raum ist ein bisschen, naja, sag ich mal. Wir können mal Melody da oben hin platzieren. Da oben gibt es einen Schalter. Ach ja, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich mach das gleich. Denn hier muss man mit dem Licht wieder rumspielen. Es gibt hier ziemlich viele Sachen, die wir machen können oder machen müssen sogar. Da. Genau, da ist der letzte Schlüssel oder der Schlüssel, der uns zum Endgegner bringt. Nur vorher müssen wir mit dem Licht hier ein bisschen rumspielen. Wo kriegen wir denn Licht her? Oben war ein Schalter, ne? Ich glaube, ja, das ist wirklich unsere Anlaufstelle da. Oh, oder wir benutzen erstmal das hier.
So, okay. Moment, so, wie ging das nochmal? Nee, Moment. Ah, nein. Ah. So. Ganz oben war ein Schalter, ne? Ja, komm. Los, flieg! Flieg, Pokéball! Melodie, meine ich. So, Flieg und Sieg. Hm. Ah, okay, da könnte jetzt der Spiegel stehen, aber wir haben ja hier noch so eine schöne Truhe. Die will ich euch mal enthüllen. Die will ich enthüllen. So. Glaub, ich spinne. Wollte mir die Truhe nicht enthüllen. So. Okay, von da aus müssen wir den weiterleiten nach wahrscheinlich dort. Ja, das kommt hier hin, ne? Ja. Okay, gut. Dann gucken wir mal, dass wir das so hinbekommen. Moment. Oder ne, wir können auch von der Seite aus, von hier aus, da schon mal den Elefanten wegmachen. Licht kommt ja von oben, also haben wir eigentlich... Na komm schon. Kann man es von allen Seiten hier, zu allen Seiten hin, rausschicken, sage ich schon. Na komm. So. Wir sind aber schon fast beim Ende der Folge angekommen. Schade. Ich wollte eigentlich die nächste Folge nicht so mit dem Rätsel machen anfangen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Tja, verkackt. Ich probiere trotzdem mal hier noch was zu reißen. Während der letzten Minute. Ah, ja, so. Jucken wir mal, was hier passiert, wenn ich das so hinschiebe. Nichts Gutes. So, wunderbar. Soll ich jetzt dahin und dort, von dort kann Melodie aus irgendwas machen. Ein violetter Rubin. Jawohl. Jetzt bin ich wieder reich. Oh, Melodie könnte uns hier der... Ah, hier das hinspiegeln. Super Idee. Leute, ihr seid echt klasse, dass ihr mir solche Ideen gibt. Hahaha, schlechter Scherz. So. So, wir strahlen uns direkt an. Ah, ich kann nichts mehr sehen. So, friss den hier. Dreckige Platte. Hält ja noch nicht mal aus hier so ein Lichtschein aus. Wer dich wohl hier gebaut hat, ey. Stellt euch mal vor, eure Wohnung fällt auseinander, wenn ihr Licht reinlässt. Okay, das ist jetzt keine Entschuldigung dafür, dass man sich wirklich nur im Zimmer aufhält und denkt, dass es so wäre. Kommt die Mutter rein. Oh, mach da mal das Fenster auf, es ist so dunkel hier. Nein! Ich habe gerade The Wind Waker gespielt und habe gesehen, wie da einzelne Stücke der Wand weggebröselt sind durch das Sonnenlicht. Nein, okay. Ja, ich würde sagen, wir beenden da mal hier die Folge. Irgendwie... bringt das was jetzt? Ja, ich glaube, irgendwie bringt das was. Moment. Ich guck mal, wie ich das hier anstelle. Ich bin auf jeden Fall der Ameisenkönig. Ah, hier kommt noch ein Spiegel raus. Okay. Wir spielen The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und ich möchte die Folge eigentlich nicht beenden, weil ich, ja wie gesagt, die nächste Folge mit dem Endboss sein wird. Und ich diese Folge dann mit langweiligem Rätselraten hier verbringen werde. Scheiße, tut mir echt leid, Leute. Aber so läuft das nun mal bei The Legend of Zelda. Das Spiel hält sich nicht an meinen 22 oder 23, 24 Minuten Folgen auf. So, wo landet das denn jetzt? Aha! Ein Z hat sich gebildet. Z wie Zelda. Aha. Wir wissen Bescheid, ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt auf Daumen hoch. Das finde ich cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!